Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Empyreon. Moin, Spielekaiser. Kuckuck. Kuckuck. Dein Anzug sieht echt schräg aus. Dieses Gelb-Grün, das ist ein bisschen wieder. Oh, ja. Ich weiß nicht. Das ist so wie, als hättest du Kiemen hier an der Seite. Der leuchtende Froschmann im Paradiesvogel, nennt man das. Ich will nicht meckern, ich weiß selber nicht, wie ich aussehe. Ich will den Helm abnehmen. Ach, ich hab's umgelegt auf. Du bist schwarz-weiß. Proberöcheln. Genau. Ach ja, echt? Ich bin schwarz-weiß? Ja, okay. Schwarz-weiß, ja. Okay. Kraftstoffzelle groß. So, die knall ich jetzt mal in mein Schiff rein. Naja, ich nehme nehm die kleinen mit, glaube ich. Obwohl, ich nehm, kann auch die vier großen mitnehmen. Ich habe beides dabei. Aber ich schmeiß die großen jetzt in mein Raumschiff, dann hat man da wesentlich mehr. Terrain-Verdampfer habe ich hier, Verdampferladung, Reparaturladung nehme ich mir auch noch eben 1-2 mit. Genau, und auch noch. Ich mache es jetzt in der ganz umständlichen Fassung gerade. Dann den Raketenwerfer brauche ich nicht, glaube ich. Ich habe eh keine Verdampferladung, Raketen. Reparatur habe ich auch hier, Einebnungswerkzeug. So, dann haben wir ein Sturmgewehr. Noch ein Sturmgewehr. Sauerstoffflaschen. Du hast Sauerstoff bei dir dran, ne? Dann nehme ich mal hier. Ich habe Sauerstoff. Mit. Ja, 11 Stück habe ich auch dabei. Und warte mal, ein Core. Und ich bin mir überlegen, ob wir. Wie sieht es mit Munition aus bei dir? 77 plus 250, Kaliber 50, Shotgun 184. Ich kann was abgeben. Ja, Kaliber 50 wäre schön. Da habe ich nämlich irgendwie gar nichts mehr hier. Gar nichts? Okay. Gar dann nichts. Gebe ich dir hier mal. Warte mal, 30 liegen hier auch noch drin. Die nehme ich mir mal eben raus. Dann, dann teilen wir doch mal brüderlich. Ja, das ist schön. So. Momentan hier 100, da liegen sie 100. Was? Nein, mach mal nicht, kannst du nicht. So. Das ist ja schön. Cockpit 4. Ich stelle uns noch ein Cockpit her. Sollen wir Ersatzzeug mitnehmen, ja? Ein ACS, ein Cockpit, ein Generator und ein Sauerstofftank. Ein ACS? Nee, wir haben zwei drin. Du kannst ja mit einem ACS liegen. Du hast ja zwei ACS drin. Und wenn wir uns beide wegschießen? Ach komm. Immer vom Schlimmsten ausgeht. Ich habe irgendwie noch so viel Kacke hier. Haben wir noch einen Passagiersitz mit? Ja, ne? Haben wir einen in der Kiste, nee, auf der du stehst? Guck doch mal rein. Nee. Echt nicht? No. Okay, dann stelle ich noch einen her, würde ich sagen. Dass wir zur Not einen Raumschiff uns auch da lassen können, um das zweite dann, ne? Dass wir irgendwie. Sehr gute Idee, sehr gute Idee. Bevor ich dich im Weltraum treiben lassen muss. So, warte mal, wir brauchen eine Richtungsschubdüse. Nee, das geht auch, wir kommen auch ohne klar, würde ich sagen. Ne? Hey, wir hatten doch noch einen Passagiersitz hier, verdammt. Ja, jetzt haben wir noch einen. Automatiktür. Das Fleisch vergammelt gar nicht in dem scheiß Container hier. Echt? Nee. Das ist praktisch. Also irgendwie, also oder auch nicht, aber, ne? Eigentlich müsste es vergammeln, das wäre toll. 15 mm Raketenwerfer brauchen wir nicht. So, also ich habe jetzt einen Core mit, ein Cockpit und einen Passagiersitz. Das muss doch reichen. Ein Generator und Treibstofftank wäre noch schön. Dann sind wir auf der sicheren Seite, falls das passiert, was wir nicht hoffen. Dann musst du ein paar Sachen dann aufnehmen, weil ja, klar. Ich kann nur, nee, also wenn wir dann looten oder sowas, weißt du? Ja. Und danach würde ich sagen, fliegen wir mal kurz nach Aqua und gehen mal das abgestürzte Raumschiff plündern, weil da gibt es ganz viele Pflanzblöcke. Dann können wir mal hier unsere Farm erweitern und hier wächst irgendwie nichts. Wenn du weißt, wo es ist oder es wiederfindest, zeig mal eben, warte mal, die Pflanzlichter sind. Nee, hat der Sedlina doch aber auch geschrieben, ne? Eigentlich müsste es wachsen. Er sagt, die leuchten das nur noch kreuzförmig aus. Optisch sieht das zwar anders aus, wenn die so hoch sind, ne? Wir sind zwei hoch und eigentlich müsste die Lampe noch eine unten, dann müsste es wieder alle neun ausleuchten, so wenn ich es richtig verstanden habe. Nee, dann leuchtet es nur das eine Feld aus. Ehrlich? Ja. Wenn du mich fragst, ja. Aber dann leuchtet wirklich nur stumpf auf das eine hier. Ja, ach so, hast du hier unseren Wassergenerator draußen neu gesetzt? Ja, aber ohne Treibstoff. Ich depp. Warte, oder? Habe ich Treibstoff reingepackt? Nee, natürlich nicht. Das nennt sich Depp nennt sich das. So. Oh, da geht der Eisproblem gerade auf. Ja, wir haben den Sauerstoffgenerator abgebaut, weil der funzt einfach nicht. Der hätte 193.000 Sekunden gebraucht für die nächste Flasche. Und
Bei dem anderen sah es auch nicht viel anders aus, ne? Bei dem Wassergenerator irgendwie. Nee, das ist irgendwie noch ein Bug. So, ich habe jetzt, wir haben nur noch zwei Salamis. Wenn ich die jetzt esse, bin ich immer noch nicht ganz voll. Das ist ein Problem. Okay, warte mal, ich nehme mal das ganze Fleisch hier, das vergammelt sowieso nicht. Genau. Und hau einfach nochmal 80 Salamis hier rein. 80? Quatsch. Nee, aber auch schon einige. Dann bauen wir unsere Felder aus. Das ist so der nächste Plan, damit wir hier unbedingt mal... Also erst nach Aqua, ja? Und dann, also doch nicht auf den Eisplaneten. Nee, nee, doch erstmal Eisplaneten, ein bisschen Erestrum holen. Wofür brauchen wir das? Für die Railgun? Für die Railgun. Genau. Für die fortgeschrittenen Waffen brauchen wir nämlich Erestrum und ganz am Ende brauchen wir sogar Saskosium. Das kriegen wir dann auf dem Feuerplaneten. Das wird auch eine schöne Aufgabe. Ich überlege gerade, wollen wir jeder so einen Alien-Spike-Lemon mitnehmen? Ja, ne? Einen? Vielleicht? Ja. Ich habe mir mal Medikits hergestellt, kleine, da müssten einige drin sein. Ich hab drei sowieso. Ja, 17 sind okay. Da. Boah, krass. Ja, du brauchst ja immer nur ein Medikit für einen so einen Alien-Spike-Lemon. Eigentlich noch ja. Ein bisschen weniger, so, ne? So, ich befülle mal unseren Kühlschrank dann wieder. Ich würde sagen, Schatz, der Kühlschrank ist leer, gehst du einkaufen? So. Ein Würstchen nehme ich. Hier. Okay, so. Ich bin abreisebereit und ich nehme mir noch vier Würstchen nehme ich noch mit. Also viel looten okay. Kann ich jetzt aber auch nicht, muss ich sagen, dann mehr. Ich bin taschenvoll. Ach nee, wir haben ja einen Container oben an dem Schiff. Aber da sollte ich vielleicht jetzt nicht unser Ersatzmaterial reinpacken. 6,876 Schuss. Okay, Schuss da oben alle rein, das dahin. Ich habe noch irgendwie eine Sauerstoffstation und Sauerstofftank dabei. Ich nehme es mal in weiser Voraussicht einfach mit. Nee, warte mal, der Passagiersitz ist noch hier, den nehme ich mit? Nee, den habe ich. Hast du schon einen? Okay, ja, ist ja. Noch einer drin gewesen. Ich weiß. Soll ich nicht noch irgendwie Generator mitnehmen und Treibstofftank? Habe ich doch. Hast du schon, alles da, okay. So, ich pack. So, das packe ich. Alien Spike Lemon und ich packe mal die Würstchen, packe ich mal in den Container. Also zwei wenigstens. Dann habe ich ein bisschen mehr Platz in der Tasche. Das okay. Kann ja vielleicht nicht schaden. Und. Oh. Ja, den Korn, sowas muss ich ja hier behalten. Genau. So, Moment. Und ich muss nochmal Treibstoff, glaube ich, nachfüllen. Kann ich jedenfalls. Krass. Der hat aber was weggezogen, du. Okay. So. Ist in Ordnung. Also ich habe jetzt noch das halbe Inventar habe ich jetzt noch frei. Ey, lass das. Träum mich hier nicht, du. Tee. Okay, kann losgehen. Gut. Abheben und direkt. Wenn du startest. Oh, nach cool. Rechts. Das sieht ja geil aus. Warte mal eine Sekunde. Dann mache ich mal direkt von hier aus ein Foto. Bleib so. Ja. Versuch's. Weil der Flieger hat eine schöne Form, finde ich. Okay, kann losgehen. Ja, ist noch nicht ganz fertig. So, hinter dir ist der Eisplanet. Ja. Folge mir. Okay, was kriege ich hier? Stromverbrauch 49%. Strom verreicht für 43 Minuten. Kann ich sehen, wie viel Strom ich hier verbrauche, wenn ich P drücke nur, ne? Oder? Mhm. Ich habe keine Salami mitgenommen. Der Eisplanet haut ab, ne? Ja. Wenn das der überhaupt ist, wenn das nicht der Mond ist. Aber ich glaube, das ist der Eisplanet. Man sieht es gerade sehr schlecht. Entfernung 200. Holst du mich ein oder sind wir ungefähr gleich schnell? Weil wir fliegen. Ich fliege mit 39,8 Meter pro Sekunde. 40 waren es bei mir. Wow, ja, das neue Asteroidenfeld. Wow, mit dem Nebel. Ne, das ist Omicron Moon hier. Der Mond. Das ist der Mond. Da ist der Eisplanet hinter dem Asteroidenfeld. Wir müssen also einmal am Asteroidenfeld vorbei. Wie hinter dem Asteroidenfeld einmal vorbei? Oh, jetzt meine, ich erkenne mal, meine, wo du bist. Ja, ich bin geradeaus durchgeflogen. Ich gucke aufs Asteroidenfeld. Ich schätze mal, dass das der Eisplanet ist. Witzig. Ich schätze mal, dass das der Eisplanet ist. Ja, hinter dem Asteroidenfeld, genau. Ach, jetzt sehen wir uns nicht mehr gegenseitig, oder was? Also ich sehe die zumindest nicht auf der Map. Da ist eine Drohne, aber wir sind beide, ich ignoriere die wir sind beide. Ich bin auf der rechten Seite von dem Asteroidenfeld. Also es läuft ja, bei mir auch so ziemlich, ja. Läuft quasi senkrecht bei mir durchs Bild. Und ich bin auf der rechten Seite davon. Warte mal, ich schieß mal.
Hast du was gesehen oder gehört? Ne, warte, ich geh mal in die Außenansicht. Du schießt nochmal? Ja, mach ich gerade. Ne, ich sehe. Und die Raketen. Das muss aber nichts heißen. Die Raketen fliegen merkt, also. Jemand hat mir mal geschrieben, nee, das mit der Physik der Schüsse ist ganz in Ordnung. Nein, es ist nicht so, wie ich jetzt gerade fliege. Geht die Rakete einmal direkt durch mein Cockpit durch und fliegt dann. Nee, das ist nicht in Ordnung. Oder ich sehe deinen Schuss aber, glaube ich. Hast du eben auch geschossen oder nicht? Warte mal, ich schieß nochmal. Nee. Oh nee, dann ist das mein vierter Schuss, der fliegt erst 3 Sekunden später los. Das okay. Sieht ganz schwierig aus. Ich bin mir nicht sicher, ob das der Eisplanet ist. Siehst du bei dem Planeten, also, wenn du so grüne Flecken drauf siehst, dann ist das der Eisplanet. Nö. Ach doch, ja, klar. Hm? Grüne Flecken, wir ja, fliegen ja. Mal, wir fliegen mal auf diese grünen Flecken jetzt zu. Und gehen da mal in den Orbit rein. Mal gucken, nicht, dass wir... Mal gucken, ob wir uns wiedersehen, du. Ich habe noch 1000 Meter bis zum Orbit. So, ich sehe die Wolkendecke. 1900, oh, da bist du weit vor mir. Okay, deswegen sehen wir uns nicht. 500 Meter. Bin drin. Ich tauche ein. Oh ja. Ah, ich hab dich gesehen. Ach echt? Ja. Hat links kurz aufgetaucht. So, ich bin auch. Ich glaube, da ist auch schon Alien-Basis oder sowas. Boom. Ja, du bist links von mir. Ja. Ist das eine Alien-Basis da? Ja. Wo soll denn das Raumschiff jetzt sein? Du bist links. Ich fliege jetzt mal auf dich zu. Da bist du. Direkt nebeneinander. Ach du. Okay, wohin jetzt? Magnesium-Erz. Ja, wir gucken mal diese Raumschiffbasis an und ballern die mal kaputt. Die hier. Was da vor uns ist, ja. Ah, oh, irgendwie muss ich meine Maus anzeigen. Rados Kraftstoffdepot. Das klingt gut. Das klingt so, als sollten wir es nicht in die Luft jagen. Boom, der hat doch die Geschütze schon. Ich sehe noch gar keine hier. Ja, warte mal, ich flieg mal ran und guck mal, was da jetzt schießt. Ja, das da oben ist bestimmt alles. Sonst ist da keins mehr, du. Da hinten sind noch ganz viele kleine. Nee, das können Kraftstoffdepots sein, du. Das war ein Kraftstoffdepot, was du da gerade, glaube ich, abgeschossen hast. Oder ein Container. Hier ist eine Schutzloch. Ja, oh, aber... guck mal, wie viele... Oh, zwei Dinger da rumstehen. Was sind das hier für Riesenviecher? Kennst du die? Die sind harmlos. Ja? Ja, also der links... Das ist Henry, der rechts davon, das ist Larry. Aber die Kleinen sind nicht harmlos, die herumlungern, oder? Hier ist alles harmlos. Ups. Die machen nichts. Echt? Auch die Tiger da hinter dir nicht? Nee, nee. Okay. Wenn du das hier nochmal gucken, was hier drin ist. Oh! Ach du Scheiße! Ja, was ist los hier? Ja, die habe ich irgendwie nicht auf dem Plan gehabt. Wo bist du? Oben? Ja. Okay. Die sind einfach da gespawnt. Ich glaube auch, ne? Tee, was ist das? Screenshot, die toten Biester hier. Oh ja, richtig, gute Idee. Moment. Tote Biester. So. Sauerstofftanks sind alle leer. Aber sie machen. Ja, ich hab mal reingeguckt. Guck mal ganz schnell hier hinter, ob hier irgend. Nee, da ist nix. Ich bin dafür, dass hier irgendwas drin ist. In dem Turm. Hier muss ja auch was drin sein. Man baut doch nicht einfach so eine Basis hin. Du sollst das nicht mit der Shotgun machen. Viel zu wertvoll. Nein. Aber schneller. 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 Effektiv und schnell arbeiten können. Sind wir auf der Flucht oder was? Ey. Vor allen Dingen, warum heißt es Treibstoffdepot? Was, ey? Der komische Typ hat hier mein Raumschiff bewegt. Ja, es heißt Treibstoffdepot und es ist kein Treibstoff drin. Genau. Es ist nur Sauerstoff hier. Da ist in den Türmen ja irgendwas drin hier. Nee, da habe ich mich in dem einen ja schon reingefräst hier. Achso, okay. Auch ganz oben nichts. Kein Container, gar nichts. Ganz oben weiß ich es nicht.
Muss ich mal eben gucken. Manchmal sind die Container ja so versteckt, aber hier ist wirklich nichts, nee. Nee. Das ist eine Mogelpackung. Blöd. Ja. Okay, dann. Nö, dann, dann machen wir uns vom Acker. Genau, suchen wir Erestrum. Und wenn du mal sie auf die Karte guckst, wir haben jetzt schon so ein, zwei Vorkommen entdeckt hier. Eisenerzlagergröße 16, das, da kannst du einen Todesstern drin parken. Ah, ja, das geil. War irgendein Kommentar aus irgendeiner Folge. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Wo ist denn das Raumschiff? Ach nee, das Raumschiff war ja auf Aqua, vergiss es. Ich bin. Okay, wir suchen jetzt, wir teilen uns auf und suchen Erestrum. Genau, ich guck mal, wie viele Vorkommen es gibt. Es gibt genau zwei Stück auf diesem Planeten. Neodymium, Größe 14 habe ich hier. Ich habe die unsichtbare Wand entdeckt. Scheiße. Aber sie greift mich nicht an. Drohne. Na komm her. Na toll, du kriegst wieder deiner Scheiße. Tollen Sachen und ich kriege hier nur die Wand. Es bringt ja nichts. Also Drohne im Raumschiff abschießen ist ja XP-technisch leider gar nicht relevant. Komm. Was zuckst du so? Oh, die grüne Wand. Ja, toll, jetzt habe ich ja noch die grüne Wand kennengelernt. Ey, nee, Wenn man vom Mitspieler getrollt wird, wenn man hier durch die Gegenpflicht ohne dass was ist. Oh, die wird jetzt mittlerweile sogar auch angezeigt, die Wand. Auf der Map. Ach was. Glaube ich. Irgendwie bewege ich mich gar nicht vorwärts. Achso. Sobald du Erestrum hast, schrei. Ich fliege wirklich nicht schnell. Doch, für, 40 Meter pro Sekunde. Ja, das ist auf Planeten leider das Maximum. Ach so, echt? Ja, im Weltraum 110, auf dem Planeten. Wow, was ist das? 40 Meter pro Sekunde. Ich habe, glaube ich, eine riesige Basis entdeckt. Cool. Richtig was Großes, quadratisch, praktisch, gut. Eine Rittersportbasis. Ja. Nee, die hat eine neue Form, du. Die hat eine neue Form. Mein Raumschiff ist zu schwer für meine Düsen. Rados-Kraftwerk. Ja, da sind auch Drohnen und alles. Zu schwer? Wieso? Was meinst du? Ich glaube, das hält die Höhe nicht von alleine. Ja, hier fliegen einige Drohnen rum. Wo sind die Tiger? So, Erestrum. Hey, die lebt ja noch. Promethium Größe 14. Boah. Ey. Jetzt haben die irgendwas getroffen von mir. Die Geschütztürme. Nee, also solange du seitwärts fliegst, kannst du hier auch nichts treffen. Solange man fliegt, kann man. Nee, auch vorhalten bringt nichts, glaube ich. Weil die schießen einfach total unsinnig. Die kommen aus Stellen meines Raumschiffs raus, die Stellen habe ich gar nicht. Ich habe die Drohnenbasis entdeckt. Okay, irgendwas an meinem Schiff ist, glaube ich, kaputt gegangen. Jetzt, ich weiß aber nicht was. Kobalterzlager. Sehr gut. Radusverteidigung. Oh Mann, ich bin hier mitten im. Oh, ich muss da mal shit, gucken. Hoffentlich also, komme ich hier durch. Irgendwas ist an meinem Schiff explodiert. Oh, schon wieder eine orange Wand. Das gibt es doch nicht. Sag mal, das ist jetzt die zweite, die ich hier finde. Hintereinander. Mit der grünen. Ist der Planet ein Dreieck? Komm, Erestrum, komm. Ich will mal gucken, was sie mir abgeschossen haben. Wir haben. Ach, ich habe nur noch drei Raketenwerfer. Einen Raketenwerfer haben sie mir abgeschossen. Und meine Schubdüse hat noch 50%. Was sind das für Prozentanzeigen eigentlich? Das ist die Gesundheit des jeweiligen Bauteils.
Warum haben die Richtungsschubdüsen denn nur noch 5%? Die können gar nicht getroffen worden sein. Ach, das ist beschädigt, ne? Wie stark die beschädigt sind wahrscheinlich. Weil bei 50% wurde das Ding nämlich gelb, genau. Das wird die Beschädigungsgrad sein. Eine Schubdüse ist ein bisschen hinüber, okay. Ich nähere mich auch gerade einem riesigen Ding. Die Verteidigungsanlage? Ich weiß nicht, was das ist. Das, was du eben entdeckt hattest, doch wahrscheinlich, oder? Ich fliege auf was zu und sieht aus wie eine riesige Radiuskraftwerk. Das ist okay, alles klar, haben wir schon. Dann fliege ich mal hier so querfeld ein, dass wir irgendwie mal dieses Erestrum finden. Erestrum! Oh, ja. Tada! Ach, ich? Sauber! Sehr gut. Schön! Wo bist du denn? Um Neodymium. Da bist du, alles klar, ich komme. Jetzt wird's auch noch dunkel hier, du. Kalt. Ich bin gerade noch auf der Sonnenseite. Bin ich richtig? Ja, noch ein bisschen rechts und dann geradeaus. Ey, so nicht, so nicht. Okay, 111 Meter ist es jetzt von mir entfernt, das ist gut. Raumschiff abgeschaltet. Ich guck mal eben nach. Haben die mir wirklich... Ja, die Schweine haben mir einen Raketenwerfer abgeschossen. Ja, manchmal schießen die sich auch selber ab. Okay, das mag ich jetzt auch nicht. Ich glaube, da bist du. Ich bin mir nicht sicher. Entweder bist du das oder eine Drohne. Ich schieß mal noch nicht drauf. Was? Ich bin am Boden. Du bist es, ja. Ich bin am Boden. Ich repariere gerade ein bisschen meine Blöcke hier. Wo ich überall dran rum reparieren kann, ist ja unglaublich. Ah ja, das bist du ja. Okay, alles klar. Spaß mit. Okay, sind hier irgendwo Drohnen zu sehen oder ist ja alles klar? Ja, ich kann alle möglichen Blöcke ein bisschen reparieren, glaube ich, gerade. Was ist denn das für ein Pilz? Brafußpilze. Brafuß? Brat, das heißt Barfuß. Seit wann hast du diesen Sprachfehler? Gestern. Brafuß. Warum lässt du denn dein Raumschiff laufen? Das kostet doch richtig fett Sprit. Du kannst nirgends mehr Strom. Ich hab die Dingfinger drin. Ja, und du meinst, die verbrauchen sich nicht, oder was? Dann bin ich schneller weg gleich. Bist eine Nase. Ah, das geht. Kennst du nicht mit laufendem Motor vor der Tanke warten? Nee. Nee, vor der Bank kenne ich das. Ja, oder so. Und da ist schon das grüne Gold. Nach dem Befehl von mir geht. Das ist ja das Schöne an Bremen. Wir haben ja so eine gute Infrastruktur, da kannst du auch mit laufendem Bus vor der Bank warten. Wenn du jetzt die öffentlichen Verkehrsmittel nimmst, weißt du? So. Ja. Ja, so 50 für eure Straßenbahn. Straßenbahnfahrer, genau. Und grüßen Sie mal kurz, ich komme in 5 Minuten wieder, bleiben Sie mal eben hier, steckst dir ein paar Euro zu und. Was würde ich sagen muss, ich werde ja demnächst nochmal wiederkommen auf jeden Fall, weil ich sehne mich nach diesem geilen Gyros. Ohne Scheiß, das war so lecker. Du kannst dir mal zuschicken. Ja, genau. Da hau ich mir ja kurz in die Mikro, sind alle Bakterien tot. Obwohl per Express Corellifon könnte das auch gehen. Das könnte vielleicht klappen, ja. Das grüne Erestrum. Ich habe irgendwie nichts zu essen mitgenommen. Wenn du gleich nochmal eine Salami für mich hast. Ja. Hier. Wäre das schön. Einmal ablegen. Eine. Wird's eine zweite? Eine reicht, danke. Okay. Aber dann esse ich auch mal eben eine. Lalalala. So, viel mehr brauchen wir noch nicht, ne? Oder? Brauchen wir da so wahnsinnig viel von? Nein. Ein bisschen was mit. Ja, ich jetzt, weil wir haben ja schon wieder ein ziemliches Loch, ne? Ja. Und ich glaube, wir graben wieder zu tief und nehmen die Wände gar nicht mit hier. Ja, nur jetzt oben im Kreis rennen. Ja, das mache ich gerade. Du bist
du gehst auch mal gleich senkrecht runter, ne? Oder? Ja, so ein bisschen, ja. Ja. Und dann nach und nach am Rand kratzen. Ja, meistens ein bisschen schwierig, wenn man immer so runterrutscht, finde ich. Ja. Ich glaube, das reicht schon. Also. Ja, ich sammle ja auch auf, glaube ich jedenfalls. Also ich drücke C, aber ich sehe hier keine Stufe. Ich habe 154. Ja, dann lass uns doch lieber nochmal weiterfliegen. Genau, fliegen wir jetzt kurz nach Aqua rüber. Und ich habe, wie viel habe ich denn? Oh, 56. Es leuchtet so ganz ungesund grün. Machen denn die Bravos-Pilze? Ausdauerwert minus 20, Gesundheit 500, Nahrungswert minus 50. Okay. Das heißt, kann man in Ruhe essen, wenn man zu Hause sitzt und sagt, ich habe Hunger, aber will mich jetzt nicht bewegen. Genau. Oder? Hast du einen mitgenommen, Pilz? Ja, ich habe einen in der Tasche. In der Tasche. So. Okay, gut. Oh, wir sind schon wieder bei 26 Minuten. Jo. Ich würde sagen, denn, dann heben wir hier ab und suchen sehen uns auf dem Weg nach Aqua. Suchen uns Aqua, genau. So, ich bin schon weg. Was denn? Was hast du so? Was war das denn für ein Raketenstart, ey? Komm, ich bleib mal hinter dir. Okay, das zeigen wir dieser Folge noch, wenn ich jetzt genau hinter dir bleibe. Ja. Soll ich mal kurz stoppen? Nee, flieg einfach weiter. Okay. Einfach weiter fliegen. Alles gut. Ob wir dann gleichzeitig aus dem Orbit rauskommen und auf so 200 Meter, so sehen. 190, 80, 70, 60, ja, ich bin 80 Meter 30, hinter dir. 100, 70 und festhalten! Bumm, du bist verschwunden. Zack. Ja. Und ich bin auch aus dem Orbit raus. Jetzt müsstest du eigentlich hier immer rumfliegen. Da. Vor dir, glaube ich, ne? Sogar. Cool. So, wo ist Aqua? Oh, sag mal, liegt das an meiner Maussteuerung? Ich muss die Maus so wahnsinnig oft bewegen, damit ich Aqua. Mich hier drehen kann. Hier ist jetzt ein ganz dehnbarer Begriff im Weltall. Genau. Gut, meine Lieben, dann sehen wir uns auf Aqua wieder in der nächsten Folge. Und wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da, einen netten Kommentar. Und genau. Ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.